Okay. Wir dürfen rüber. Ah, jetzt, okay, gut. Jetzt springt's um. Okay, gut. Dann war es vielleicht einfach nur ein Fehler im Szenario. Das oder ich war zu schnell oder weiß ich nicht. Irgendwas war auf jeden Fall. Ja, ich hatte da gerade den Satz unterbrochen, einmal kurz. Ja, der F-79 wird jetzt übermorgen. Wird er ausgemustert. Ausgemustert. Morgen hat er seinen letzten Tag, beziehungsweise er wird, glaube ich, nicht direkt übermorgen ausgemustert, aber morgen wird er nicht mehr fahren. Morgen ist ein, übermorgen wird er nicht mehr fahren. Morgen ist sein letzter Tag. Ich werde mit, ja, ich werde noch ein paar Videomaterial für euch aufnehmen und auch vor allem aus meinem Archiv raussuchen, ob ich da noch irgendwas finde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es dann am 15. ist das dann, glaube ich, übermorgen, ein Video dazu geben. Ein Abschiedsvideo für den F79. Ja, nur als so kleine Zwischeninfo. Da könnt ihr dann natürlich auch gerne zuschauen. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal gesagt haben. Und ja, im Grunde ist es wirklich traurig, denn der F79 mit der Wagennummer 2710 ist derzeit die letzte Einheit, die wir hier haben, und die wird nun ja auch gehen, und damit endet tatsächlich ein Stück Geschichte. Nächste Station, Yorkstraße. Und Übergang zur U-Bahn-Linie 7. Vor allem der Betrieb für eine wirklich legendäre Baureihe. So, und jetzt konzentrieren wir uns wieder auf unseren S-Bahn-Betrieb hier. Wir haben natürlich hier wieder 40 km/h und Einfahrt halt erwarten. Ich gerne mal wissen. Ah ja, okay. Genehmigung zum Überfahren des Haltesignals erteilt. Interessant. Und dann fahren wir hier in die Yorkstraße ein. So, ich hoffe jetzt natürlich, dass der Sound vom Spiel einigermaßen, ja, laut genug ist, sage ich mal. Da bin ich mir nämlich ehrlich gesagt nicht wirklich sicher. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen zu leise. Aber naja, wenn es so ist, dann kann ich es jetzt leider nicht mehr ändern. Außer ich mache nochmal eine neue Aufnahme. Neue Aufnahme. Aber naja, ich werde sehen. F26, zurückbleiben bitte. So, und jetzt würde ich sagen, geht's auf in den Nord-Süd-Tunnel. Ah, das war jetzt falsch. Weiß ich gar nicht. Ah ja, okay, 40 haben wir. Okay, springt auf Fahrt um, alles passt. Spiegel haben sich geschlossen, SIFA ist betätigt, auf in Nord-Süd-Tunnel. Wir lassen den jetzt mal runterrollen. Warum wir hier nur mit 40 reinrollen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich hier einmal das Makrofon betätigen soll. Aber dann sind wir auch schon im Tunnel. Hier natürlich durch das mitten durch Berlin Add-on deutlich ja, schöner als im Südast von TTB oder in dem Berlin-Wittenberg Add-on, wo man diesen Ast ja hier auch, ja, fahren kann, es aber dafür kein Fahrzeug gibt. Ich weiß, das klingt jetzt ein wenig unlogisch, aber naja. So, da vorne bekommen wir noch eine Ankündigung auf 40 und direkt danach auf 50. Okay. Nächste Station.
Station. Nächste Station. Huch. Anhalter Bahnhof. Übergang zur S-Bahn-Linie 1. Warum auch immer gerade Ingo zweimal nächste Station gesagt hat, ich kann es euch nicht sagen. Wir hatten auf jeden Fall kurz 50 km/h, jetzt wieder nur noch 40. Ja, das sieht schon echt cool aus hier, muss ich sagen. Also. Ja. Gut, das nächste Mal sollten wir vielleicht früher schauen, ob wir über das Signal rüberfahren dürfen. Warum wir über die Signale fahren dürfen, das weiß ich jetzt nicht, weil da ist wieder. Gut, da ist wieder grün. Okay, naja. Ausstieg links. So, der Anhalter Bahnhof. Ah, ja. Ich glaube, wenn ich so an diesem Bahnsteig bin, dann muss ich immer als erstes irgendwie an Weihnachten denken. Ich weiß nicht warum. Das geht mir bei vielen Dingen so, dass ich dann irgendwie an Weihnachten denken muss. Aber ich glaube, hiermit hat das was damit zu tun, dass ich mal am 24. Dezember mit meiner Familie, ja, irgendwo in Berlin war, halt hier in der Nähe, Potsdamer Platz. Und warum auch immer waren wir hier an diesem S-Bahnhof. Obwohl wir jetzt ein. Also, wir waren mit dem Auto hier. Ja. Dementsprechend, keine Ahnung, ist das irgendwie so in Erinnerung geblieben? Warum, das kann ich euch leider nicht sagen. So, hier wieder im Tunnel. Nächste Station, Potsdamer Platz. Übergang zur U-Bahn-Linie 2 und zum Regionalverkehr. Okay, also wir haben wieder hier Halt erwarten. Ich werde jetzt gleich mal hier nochmal abrufen, ob wir. Ja, wir dürfen wieder fahren, okay. Naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Tunnel, die haben schon echt etwas, ja, fast schon, ja, leicht Gruseliges an sich. Also, die sind so düster, ja. Und ich glaube aber sogar, dass das auch so realistisch ist. Also, so wie ich die S-Bahn-Tunnel hier einschätze. Ja, zum Potsdamer Platz gibt's, finde ich, jetzt nicht viel zu sagen. Ja, draußen sehen wir jetzt auch nicht viel. Da hinten ist noch der Fernsehturm. Auch interessant eigentlich, dass es den hier so als Objekt gibt. Sogar mit, ja, sehr hochauflösenden Texturen. Also, Hotel Stadt Berlin. Okay. Was haben wir denn da hinten so Leuchtendes? Ah, ein Schornstein. Ja, dummerweise habe ich jetzt gerade vergessen, hier die Taste T zu drücken. Dementsprechend fängt er jetzt erst an, hier zu zählen. Überall diese Bilder an der Wand, aber es sind überall die gleichen, ne? Hier, die Bahnhofsaufsicht. Ja. Ja, man kennt den Potsdamer Platz ja, denke ich eigentlich. Und ich glaube. S26, zurückbleiben bitte. Genau, das hier ist nämlich nicht, wie man es kennt, hier solche ja, Werbebanner, sage ich mal, da an der Wand, sondern das sind Monitore hier. Auch sehr interessant. Ich
glaube, das haben nicht viele S-Bahn-Stationen. Und ich glaube, nur zwei, drei U-Bahn-Stationen. Also kommt sehr selten vor. Naja, wir setzen uns in unseren Führerstand. Head-Up-Display mache ich aus. Und dann dürfen wir ab hier auf die 50. Die müssen wir erstmal treffen. So, jetzt. Perfekt. Ja, Nächste wir Station, haben. Brandenburger Tor. Übergang zur U-Bahn-Linie 55. Ja, wir haben sehr viele sehr enge Kurven hier tatsächlich. Ja, wir dürfen wieder überfahren. Ja, was mich ein bisschen stutzig macht, weil. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es so ist, aber. Ich glaube, wenn ihr so die Baureihe 481 anguckt, sieht die jetzt nicht gerade danach aus, dass sie ja ein besonders flexibles Fahrzeug ist, wenn ich das so sagen kann. Also, und trotzdem schafft sie es hier durch diese wirklich engen Tunnel. Ja, das ist, finde ich sehr erstaunenswert, wenn man das so sagen kann. Ja, und hier natürlich, hier heißt der Bahnhof noch Unter den Linden. Heutzutage heißt der Brandenburger Tor, wie wir es ja natürlich gerade von der Ansage hier gehört haben. Ja. Ich glaube, hier vorne kommt jetzt irgendwo ein Kollege entgegen. Ja, man hört ihn nämlich schon. Huch, jetzt ist er weg. Okay. Auch gut. Dann heute kein Kollege für uns. So, ich denke, wir können auch bald abfahren hier. Es kommt mir ein bisschen lang vor, wie wir hier immer stehen, aber ansonsten. F26, zurückbleiben bitte. So, und dann können wir endlich weiter. Ich weiß jetzt tatsächlich auch gar nicht, was die nächste Station ist. Wir können ja hier mal Oranienburger Straße, okay. Ah ja, okay, da hinten kommt schon Nordbahnhof. Ja gut, dann können wir die Aufnahme auch heute natürlich zu Ende fahren. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang läuft die Aufnahme überhaupt schon. Ist natürlich jetzt ein wenig. Ja. Ungeplant, dass wir hier schon so weit gefahren sind. Aber gut, jetzt kommt erst nochmal Nächste Friedrichstraße. Station, Friedrichstraße. Übergang zu den S-Bahn-Linien 3, 5, 7, 9, zur U-Bahn-Linie 6 und zum Regionalverkehr. Fahrgäste nach Hauptbahnhof steigen bitte hier um. Passengers traveling to Hauptbahnhof, please change here. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, das Englische klang jetzt ein bisschen komisch, aber naja, man muss auch bedenken, man merkt ja, dass die Qualität zwischen den Ansagen manchmal schwankt, Links. weil es zum Beispiel, ja, nicht alle Ansagen einfach so zum Download gibt und also was. Da muss man sich das immer so ein bisschen zusammenschneiden aus einzelnen Dingen halt, dann auch selber aufnehmen und all sowas. Deswegen, ja, wechselt hier manchmal die Qualität der Ansagen. Ja, und jetzt fliege ich hier mal ein bisschen durch die Gegend, weil hier kommt nämlich der Kollege entgegen und ich bin, ja, ich wollte einfach nur gucken, ob er wieder despawnt. So, gut, wir setzen uns wieder hier hin. Ach, sieh an, hier haben wir auch tatsächlich solche Bildschirme an den Wänden. Also kommt es vielleicht doch, ja, häufiger vor, als ich dachte. Hier natürlich historische S-Bahn. Der Verein. Ja, ich glaube, dass die Strecke wurde auch in Kooperation mit diesem historische S-Bahn-Verein ja, gebaut. F26, zurückbleiben bitte. Ist natürlich auch passend, da wir hier ein ja, in dem mitten durch Berlin Add-on
natürlich auch ein historisches Fahrzeug dazu bekommen haben. Also jetzt nicht die 481, ne? Aber. Oh. Das geht ja dann doch ziemlich weit noch. Ja, okay. Naja, wir fahren weiter. Das ist jetzt gar nicht, ich habe jetzt gar nicht auf die Geschwindigkeitsbegrenzungen hier geachtet. Und da kommt uns der Kollege entgegen. Wir können ja mal hier. Oh, da ist er wieder despawned. Nächste Station, Oranienburger Straße. Erteilt, okay. Gut. Oranienburger Straße. Erinnert mich jetzt tatsächlich so auf den ersten Blick an Haarlemweg, also an die modernisierte Version von Haarlemweg. Warum auch immer, die sehen zwar eigentlich sehr Ausstieg unterschiedlich aus, links. aber dieser Orangeton, der macht es aus, glaube ich. Da vorne kommt noch ein Kollege oder was ist da? Huch. Da. Tatsächlich. Und zwar diesmal ist es eine. Na. Mal sehen. Die S1 nach Wannsee. Ah, die Wannseebahn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, wir haben auch gleich Abfahrt. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch, Fahrgäste, die aus Versehen in den falschen Zug gestiegen sind, hier zu uns in den Gegenzug 26. zu switchen. Aber ich glaube, das schaffen sie jetzt nicht mehr. Denn wir müssen die Türen schließen und weiterfahren. Gut. So, und jetzt kommt auch schon Nordbahnhof. Tatsächlich. Ich lasse jetzt mal das Menü hier unten offen. Weil ich jetzt nicht weiß, obwohl eigentlich können wir es hier noch zumachen. Ja, damit hat sich der Satz auch schon wieder eigentlich erledigt. Ja, nee, eigentlich wollte ich es offen lassen, damit ich weiß, ja, wo wir genauer hinfahren. Quasi Nächste Station, nach der Station. Nordbahnhof. Endstation. Bitte alle aussteigen. Attention, please. We are now approaching the last stop on the line. All passengers are requested to leave the train. Da hat man es gehört. Und da fahren wir in den Nordbahnhof ein. Die FPS brechen gerade, sind gerade ein bisschen weggebrochen. Warum auch immer. Aber gut, damit sind wir an der Endstation angekommen. Halten einmal nochmal an. Und geben die Türen frei. Ausstieg rechts. So, das Ziel hat sich hier erledigt tatsächlich, sagen wir es so. Das ist einfach weg. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz. Jo, das sieht, okay, das sieht jetzt echt cool aus. Davon muss ich mal einen Screenshot machen. Perfekt. Interessant. Okay, dann ist hier wahrscheinlich hinten. Genau, hier fahren wir dann gleich in die Kehre. Nun denn, nun den Zug bitte noch auf Gleis 7 in die Abstellung bringen. Okay, das machen wir. Machen wir noch die Türen zu. Und stellen hier einmal die Geschwindigkeitsvorwahl auf, ja, 25 und fahren in die Kehre. Mal gucken. Okay, wir können auch fahren. Nice. So, und dann rollen wir hier mal ein.
Hier die Stahlträger, auch sehr rostig. Ja, ich würde sagen, wir halten dann einmal hier vielleicht an. Aber ich glaube, wir müssen noch eins weiter. Geht überhaupt noch eins weiter? Ja, geht. Perfekt. So, dann halten wir hier an. Am besten noch vor dem Signal. Ja, hat mittelmäßig gut geklappt. Naja, gut. Dann machen wir einmal hier noch Licht an. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich rüste das Fahrzeug jetzt noch einmal ab. Ja, und dann würde ich sagen, ja, habt noch einen wunderschönen Tag. Hau rein. Bis dahin. Ciao.